Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Weltenboss für Guild Wars 2 bzw. in Guild Wars 2. Und zwar geht es heute um die Kaka-Königin. Die ist in der Südlichtbucht, hat allerdings mehrere Stellen, wo sie auftauchen kann. Einmal hier vorne, bei diesem Lager hier, dann einmal hier unten und einmal dort in diesem Radius. So. Zuvor muss man Siedlung sichern bzw. freikämpfen. Das sind auch nochmal 4 Stück. Und zwar einmal hier, hier, hier und dort hinten. Zwischendurch gibt es hier auch nochmal ein Event. Kann man hier auch noch Sachen machen. Aber wichtig sind halt die Siedlungen. So. Und die meisten, die nur warten und nicht kämpfen, stehen hier herum und verteilen auch Banner, Essen und sowas alles manchmal. Im Moment sind noch nicht so viele da. Die sind nämlich alle noch unterwegs. Ich sehe gerade, man hat drinnen auch mehrere Passionsfrucht, also so eine Passionsblume. Und Holz gibt es hier auch gar nicht mal so wenig. Wir füllen gerade auch schon die Gruppe, das ist wunderbar. Ich habe auch eben ein Taxi gespielt, um Leute erstmal auf die Map zu holen, damit das hier schneller und einfacher geht. Und dann warten wir jetzt gespannt auf die Kaka-Königin, wo sie auftaucht. 3 von 4 Lager sind schon sicher. Oh, ich habe keine Sichel. Ich habe echt keinen. Ich habe nur eine Spitzhacke. Schade. Na gut. Muss ich demnächst mal wieder was besorgen für. Gucken wir mal. Da sind die Gildenbanner. Juhu! Einmal für magisches Gespür. Was haben wir hier? Steht hier gar nicht dran. Sonderleistung. Toll. Sollten sie auch mal dran schreiben. Langsam mal. Was ist das? Karma. Sammeln und magisches Gespür. Ja, das ist. Das ist gut. So, dann versammeln sich meistens hier alle. 3 von 4 Lager sind bereits ja sicher. Ich guck mal kurz, wo das letzte ist. Da hinten. Da scheint auch einiges los zu sein hier. Die NPCs laufen hin und her. Die kämpfen ja auch automatisch, glaube ich, mit. Habe ich noch was zu essen? Ja. Verputze ich auch nochmal. Habe ich nochmal 22% mehr magisches Gespür. Plus 50 Kraft und plus 15 Erfahrung für besiegte Gegner. Ist zwar nicht so spannend, weil ich schon 80 bin, aber das bringt ja trotzdem schon diese Geisterscherben, die es ja seit kurzem gibt, beziehungsweise umbenannt wurde von Fertigkeitspunkten auf Geisterscherben. Naja. Oh, eine Kiste voll mit Spaß. Ja. So, und dann bleibt man versteinert. Hihihi. Aber auch nicht für lang, also. Oder? Boah, brechen wir lieber das mal ab. Dann stehe ich hier noch und die Kaka-Königin ist schon tot. Oh! Cool. Das nächste ist, bunt zu werden hier. Da. Ich bin ein Regenbogen. Ich wechsle die Farbe. Oh, schon vorbei? Nochmal. Wechselt die jetzt gar nicht? Alle, die Wangen sind lustig. Na gut, hier geht's jetzt weiter. Wir müssen jetzt das nochmal hier kurz freikloppen. Es sind auch nur 3 von 4 Lager befreit. Das dauert da hinten anscheinend ein bisschen länger. Einmal sind jetzt erstmal hier draußen die zu besiegen. Und dann sind die gleich hier drin, das nächste. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Hat einer meiner Gruppe hier einfach den Herr Krümel als Ziel markiert, warum auch immer. So, jetzt die Kakanester sollen wir zerstören. Helfe ich erstmal hier beim Veteran mit. Dann bringen wir den mal Herr Krümel hier rein. Also geile Namen haben wir ja manche, also ist echt nicht schlecht. Vor allem Herr Krümel passt auch zu einem Asura. Die sind ja nicht so groß. Dann helfen wir da dem einmal mit hier. Wiederbeleben. Ja, uncool. Das ist zum Beispiel eins der Nester. Soll man eigentlich zerstören? Außer Reichweite und sonst schreit er hier immer 0, 0, 0. Ist jetzt nicht sehr hilfreich. 4 von 4 Siedlungen sind gesichert. Leute, das bedeutet, eigentlich kommt dann gleich hier die Queen, also die KK-Königin. KK. Ja. Toller Name. Meistens habe ich dann die Karte auf und gucke dann, wo dann ihr der orangene Champion-Kopf hier auftaucht. Und dann laufe ich da hin oder springe hin. Je nachdem, ob der Weg kürzer ist. So, Kakerkönigin ist jetzt da. Direkt anvisieren. Ob Nah- oder Fernkampf ist, glaube ich, egal. Ich empfehle aber immer Fernkampf irgendwie. Bisschen entspannter. Die geht noch recht schnell, muss ich sagen. So. Können wir Schnellfeuer schon wieder machen. Und zack. Da müsste... Was? Ach ja. Diese Kaka-Viecher, die gehen ja wieder halb voll. Aber dafür gehen sie schnell wieder down. Aber jetzt sollte sie down sein. Ja, geschafft. Event erfolgreich. Zwei seltene. Das kriegt man ja nur einmal am Tag. Und dann die Kiste. Boah, gar nicht schlecht. Gucken wir mal kurz, ob die noch was hier liegen hat. Nö. Also haben wir einiges gekriegt hier. Viel dieser Rucksäcke. Ein paar Goldies. Und diese Kaka-Panzer. Ich hole euch mal unten in die Kommentare, was da genau alles man mitmachen kann. Also beziehungsweise in die Infobox, ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Ciao.